Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind heute im Automatenland unterwegs. So, und da haben wir schon. Wir haben neue Mitarbeiter. Und da haben wir als erstes nicht den Younes, sondern den Robin. Genau. Ich muss Namen üben. Ich habe echt Probleme mit Namen. Und meinen kann ich mir merken. Das reicht. Du bist im Verkauf. Du machst mit, genau. Mit dem Niklas, mit dem Jonas richtig Power. Genau. Das heißt, wenn das Telefon klingelt und der Robin dran ist, dann habt ihr auch ein Gesicht jetzt dazu. Und wisst auf jeden Fall Bescheid. Check. Robin selber interessiert sich auch für Automaten, wollte selber auch einen aufstellen und so ist überhaupt ihr in die Firma reingekommen. Genau. Und dementsprechend will er mit uns jetzt die Vending-Welt erobern. Machen wir. Power to the people. Wir wollen auch noch so ein Tattoo haben wie die MIG, diese Versicherungsgesellschaft. Genau, nur im Gesicht. Ja, im Gesicht ist eigentlich geiler, ne? So über ein Auge oder so. Genau. Also, herzlich willkommen im Team. Danke. Perfekt. So, wir haben drei Leute schon am Telefon, mega cool, weil manchmal kommen halt Tage zu viele Anrufe und dementsprechend kamen auch Beschwerden, dass keiner ans Telefon geht. Und deswegen mussten wir auf jeden Fall nachholen und müssen wir nach und nach immer mehr Verkäufer hier einstellen. Und das ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst verdienen wir auch kein Geld. Und wir müssen aber langsam und gesund wachsen, deswegen Verständnis auf jeden Fall dafür, dass es nicht immer am Telefon so gut klappt. So, gehen wir weiter in die Technikabteilung. In der Technikabteilung, ihr kennt ja schon den Sinan, der will immer nicht gefilmt werden, deswegen zeige ich euch heute mal nicht. Er will immer nur, dass er von der Schokoladenseite gefilmt wird. Willst du kurz drauf? Ja, ist alles in Ordnung. Eigentlich sagt er nein, danke, aber... Und das ist unser neuer Kollege, das ist der Younes. Genau. Und genau, richtig. Und du richtest mit Maschinen ein und, genau. Und kümmerst dich mit um technischen Support, richtig, und so weiter. Genau. Perfekt. Also auch das wächst stetig, mega geil. Herzlich willkommen im Team. So, nächstes Jahr, dann haben wir nicht nur viele Mitarbeiter, sondern auch endlich eine neue Immobilie, weil das Ding hier platzt aus allen Nähten. Wir haben schon Außenlager, wo was zwischengelagert ist, aber wir wollen was haben, wo, wie gesagt, eine schöne Rampe und alles dran ist. Aber es war vorher nicht möglich, weil man immer Stück für Stück gucken muss. Das ist ja hier, wenn man überlegt, katastrophal, dass der oder die teuersten Männer hier im Unternehmen, die programmieren, dass sie hier vorne sitzen, direkt neben den Toren. Und das ist natürlich schon schöner, wenn man dann fokussierter und besser arbeiten kann. Ich würde sagen, in dieser Folge gibt es mal ein paar Onkel Kramer Videos, und zwar von der Academy, die normalerweise nur für Kunden zugänglich sind. Das sind immer so kleine Tipps. Für mich ist nichts Besonderes, aber für manch einen Kunden ist es doch schon hilfreich. Und ich würde sagen, die spielen wir jetzt mal kurz ab. Ab geht's. Herzlich willkommen bei der Onkel Kramer Academy. Es geht darum, den Automaten winterfit zu machen. Ich bin gerade im Automatenland. Hier habe ich ja einige, wo ich was zeigen kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Tipp durch. Der Herbst fängt an. Und es ist ganz wichtig, dass du unterm Automaten immer dafür sorgst, dass dort auch kein Laub liegt. Gerade wenn man die Seitenblenden hat oder eine Frontblende und ein bisschen Pflaster da ist, dann setzt sich gerne da unter das Laub unter den Automaten. Ich zeige das mal hier bei einem ausgeschlachteten Gerät. Und zwar, wie gesagt, hier unter, da wo die Luft angesaugt wird für die ganze Kühlung, da muss immer alles frei sein. Und sonst verbraucht euer Automat mehr oder zu viel. Zusätzlich habt ihr unten so eine Art Sieb. Das könnt ihr rausnehmen. Das müsst ihr hinterher wieder ordentlich reinsetzen. Das könnt ihr reinigen. Da sind manchmal Spinnweben und sowas dran. Das ist dafür da, dass kein Ungeziefer reinkommt, aber die Luft, wie gesagt, zirkulieren kann. Nächster wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass ihr die Dichtungen behandelt. Wenn ihr die Tür aufmacht, hier ist ja jetzt nicht mehr so viel Tür drin, sitzt ja hier die Dichtung und die könnt ihr mit Hirschteig oder mit Vaseline wie beim Auto einreiben. Das sorgt dafür, dass die Dichtungen geschmeidig bleiben und dass ihr auf jeden Fall 10 Jahre Freude dran habt, weil sonst reißt ihr das Gerät nachher auf. Eventuell, eigentlich passiert es nicht wegen der beheizten Scheibe, aber eventuell hat sich hier irgendwo ein Eisklumpen gebildet und reißt euch nachher die Dichtung kaputt. Das wäre ärgerlich und das muss nicht sein. Genauso wichtig ist es auf jeden Fall, hinter den Automaten mal zu schauen, da wo die Abluftschutze sitzt. Das haben ja diese Outdoor-Geräte, dass hier kein Laub oder irgendwas vorsitzt oder sich da irgendwie irgendwas gebildet hat. Das ist auch super wichtig. Zusätzlich reibe ich meine Automaten immer ein mit Sprühöl. Von außen sowieso und auch an den markanten Stellen. Das heißt, da, wo sich hier oben an den Kanten das Wasser sammelt, das ist unten an den Kanten, wo es vielleicht runtertropft. Und auch ganz wichtig, ölt diese ganze Geschichte vor allen Dingen von innen, gerade wenn es mal kälter wird, dann habt ihr da gerne und schnell mal ein Problem. Genauso wie das Schloss.
Berücksichtigt ihr das, habt ihr auf jeden Fall im Winter kein Problem. Ihr braucht das Gerät selber nicht auf Winterbetrieb umstellen. Es gibt Automaten, da müsst ihr das. Hier schaltet ihr automatisch die Heizung an, wenn es zu kalt ist, und die Kühlung an, wenn es zu warm ist. Also dementsprechend braucht ihr keine Angst haben. Ich wünsche euch Happy Wending. Die Tür von meinem Automaten klemmt oder geht schwer auf. Herzlich willkommen in der Onkel Kramer Academy. Heute geht es darum, wie man es löst, dass die Tür wieder vernünftig aufgeht. Also erstmal, der Hersteller hat sowieso eine kleine Toleranz. In Italien ist es nicht ganz so genau. Es kann manchmal ein Millimeter nicht richtig stehen. Also das müsst ihr auf jeden Fall verzeihen. Was aber wichtig ist, ist, dass ihr beim Aufbau alles richtig macht. Das heißt, der Automat sollte nicht nur in Waage stehen, sondern sich auch nicht verziehen, sagen wir mal so. Denn wenn du schon merkst, dass hier irgendwas klemmt oder nicht sauber läuft, spätestens unten an den Schleifspuren sieht man das, dann solltest du gucken, dass du die Füße ein bisschen korrigierst. Manche haben nicht genug Druck und dadurch verzieht sich das Gerät leicht. Und deswegen klemmt die Tür. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Hilfe, meine Produkte fallen nicht richtig durch. Herzlich willkommen bei der Onkel Kramer Academy. Es geht heute darum, um einen kleinen Helferlein, der gerade im Snackbereich super hilfreich ist, wenn die Spirale perfekt eingestellt ist und der Artikel manchmal trotzdem hängt. Dafür gibt es diese Teile, die sind manchmal in den Automaten mit drin, müssen aber eigentlich extra bestellt werden, und das sind solche Ausgabehelfer. So, ich stelle erstmal die Spirale richtig ein. So sollte die liegen, das Produkt leicht schräg nach hinten. Ja, unten könnten wir noch ein bisschen mehr geben, brauchen wir aber nicht unbedingt. Auf jeden Fall dieser Spiralhelfer, der wird jetzt hier reingeklippt. Dadurch bekommt die Spirale ein bisschen mehr Länge nach außen hin. Das heißt, dreht sich das Ganze weiter, haben wir hier nachher mehr Ausgabe. Das heißt, das Ganze bleibt nicht an der Kante hängen, sondern wird zuverlässiger rausgegeben. Und das können wir individuell in allen Größen reinbauen. In der Regel reicht die Vendo Standardgröße, checkt immer. Nicht, dass ihr irgendwie dann ein Problem bekommt, ob der Fahrstuhl auch sauber dran vorbeigeht. Das tut er. Und so benutzt ihr diese Ausgabehelfer. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. So sieht es aus aktuell im Automatenland, damit ihr Bescheid wisst. Nicht wundern, das hier ist ein Silaf. Wenn jetzt Leute fragen, warum auf einmal da eine LED dran ist, die schön leuchtet, das ist ein Gerät, was auch mit an das Ordermo mit angeschlossen wird, bzw. angelernt wird. Und ab jetzt, ab dem heutigen Tag, lasse ich meine Haare lang wachsen, bis das Ganze fertig ist. Und dann rasiere ich sie mir erst wieder ab. Und ich bin gespannt, wie lang die Haare werden. Bist du schon fertig, Moritz? Also, ich danke euch fürs Einschalten. War schön mit euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Euer Onkel Kramer. Ciao.